Den Echo für das Lebenswerk präsentiert Peter Maffay. Ich lebe die Freundschaft, ich lebe das Leben, genieß den Moment, nutze jeden Tag. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Ehre, hier stehen zu dürfen und die Laudatio auf einen der Eckpfeiler der deutschen Musikszene halten zu dürfen. Gruppen wie Karat, City, die Prinzen, aber eben auch die Pudis waren das Gegenstück zu Bapp, zu Westernhagen, zu Lindenberg oder auch uns. Wir sind Musikerkollegen über Jahrzehnte und haben vor der Wende schon für unser Publikum in Ost und West gespielt. Die Pudis, meine Damen und Herren, sind musikalische Zeitzeugen einer politischen und gesellschaftlichen Wende. Sie haben mit ihrer Musik und ihren Texten einen wertvollen Beitrag geleistet, so wie andere auch, zur deutschen Wiedervereinigung. Über 47 Jahre hinweg haben sie ihrem Publikum Energie und positives Lebensgefühl vermittelt. Titel wie »Geh zu ihr« oder »Wenn ein Mensch lebt« aus dem Kultfilm »Die Legende von Paul und Paula« sind inzwischen zu Klassikern geworden. Das, liebe Pudis, soll euch mal jemand nachmachen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist ein wunderschönes Gefühl, ein Echo zu bekommen, besonders dann, wenn es am nächsten Morgen ganz normal weitergeht. Diese Auszeichnung, die ihr heute Abend bekommt, ist eine Auszeichnung für eine lange Wegstrecke, die ihr zurückgelegt habt. 5 Freunde, die durch dick und dünn gegangen sind, wahrscheinlich es auch noch tun werden, erhalten diesen wertvollen Echo. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren. In diesem Sinne einen herzlichen Glückwunsch an die Pudis. Hier kommen sie. Lebenswerk. Das letzte Konzert der Pudis am 2. Januar in Berlin. Eine Ostrock-Legende nimmt Abschied. Zehntausende Fans aus Ost und West feiern ihre Helden. Maschine. Eingehängt. Quaster, Klaus und Peter. Angefangen hat alles in Freiberg, im Tivoli. Vor 46 Jahren. Da sind wir durch die Gegend gefahren und haben so an die Kneipen angehalten und haben gefragt, ob wir da irgendwo spielen können. Am 19. November 1969 beginnt der Mythos in einer Gaststätte. Wir hatten damals nicht sehr viele Songs drauf, 15, 20 Stück glaube ich so, und haben nur nachgespielt. Unsere damaligen Vorbilder, die Purple und Led Zeppelin. Mit Texten vom Leben und der Liebe und eingängiger Musik erobern sie in den 70er Jahren den Osten Deutschlands. Sie treffen genau den Nerv der rockhungrigen Republikjugend. Sind so geil. Alt wie ein Baum, sag ich nur. 12-mal werden sie zur beliebtesten Rockband der DDR gewählt. Sie dürfen reisen, spielen zu Zeiten des Eisernen Vorhangs Konzerte in über 20 Ländern, auch im Westen. Jeder kennt irgendein Lied von uns. Und unsere Konzerte sind wie ein Volksfest, da kann jung und alt kommen. Mit 20 Millionen verkauften Platten sind sie eine der erfolgreichsten Bands. Inzwischen von ganz Deutschland. Es gab ja schöne Zeiten und wenn wir singen, was bleibt, sind Freunde im Leben, denke ich, ist das einfach mal eine Widerspiegelung dessen, was ich in den Köpfen und Herzen der Leute abspielt. Und das war uns immer wichtig und das ist uns wichtig. Es war schön, einfach schön. Die Pudis, ein Phänomen. Der Echo für das Lebenswerk, für die legendären Ostrocker. Und hier sind die 5 musikalischen Zeitzeugen. Standing Ovations
beim Echo 2016 für die Pudis, die sich von ihren Fans schon offiziell verabschiedet haben und heute den Echo bekommen für ihr Lebenswerk. Oh Mensch, vielen Dank für diese Anteilnahme. Als wir damals anfingen, vor 47 Jahren, konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, überhaupt so lange zusammen zu sein, geschweige dann mal im Westfernsehen aufzutreten. Und ja, es haben bestimmt alle schon gesagt, bei wem sie sich zuerst bedanken, das wollen wir natürlich auch tun, denn in 47 Jahren haben sich eine Menge Fans angesammelt, immer wieder neue dazugekommen und bei denen wollen wir uns natürlich ganz besonders bedanken. Sie haben immer an uns geglaubt und ja, also wie gesagt, vielen Dank erstmal an alle unsere Fans. Setzt euch doch hin, Kinder. Mensch, wir sind doch... Ja. Ich möchte mich natürlich auch bei den Leuten hinter der Bühne bedanken, die uns auf unserem Weg begleitet haben und immer noch begleiten. Bei unseren Familien, bei unserem Management Ina Nowakowski, Rolf Henning, bei unserer Crew, bei unseren Rodis, ganz wichtig, kein Konzert würde stattfinden ohne Rodis. Wir bedanken uns bei Plattenfirmen. Wir haben ja einige durch. Zurzeit bei Universal und Electrola. Bei unseren Produzenten. Und es gibt zwei Ex-Kollegen, die auch einen Anteil haben an diesem Echo. Das ist einmal Harry Eske und Gunther Vosilus. Ja, lieber Peter. Lieber Quaster, lieber Bimmo, lieber Klaus, es war schön mit euch. Und es ist toll, was wir gemeinsam geschafft haben. Dankeschön. So, und bevor jetzt die ersten in die umliegenden Kneipen wegen Unterhopfung eingeliefert werden, wollte ich jetzt meine Rede abbrechen. Wolltest du noch was sagen? Nein? Du kannst zum Schluss, erst wenn du fertig bist. Ja, und wir sehen uns bei der Aftershow-Party und euch da draußen an den Bildschirmen noch einen schönen Abend. Haltet durch. Vielen Dank. Gratulation an die Pudis! Sie bekommen genau zum richtigen Zeitpunkt den Preis fürs Lebenswerk. Wer weiß, ob wir im nächsten Jahr die Frisur noch mal so hingekriegt hätten. Wir bedanken uns für den schönen Abend. Das war der Echo 2016 und jetzt kommen die Tagesthemen.